Ja, Markus Piosek nach dem 0:0 in Osnabrück hat leider nicht gereicht, um die Klasse zu halten. Wie sieht es jetzt bei dir und bei euch aus? Wie es jetzt aussieht, so kurz nach dem Spiel, ist schwierig zu sagen. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Ich denke, wir haben uns in den letzten 5 Spielen wirklich da unten auch rausgearbeitet, haben echt gute Leistung gezeigt. Umso bitterer ist es dann, dass wir heute nicht gewinnen konnten, beziehungsweise dass Bremen dann kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt. Das habt ihr sicher mitgekriegt auf dem Platz, ne? Die Atmosphäre im Stadion hat sich so ein bisschen verändert. Beschreib mal den Moment. Ja, das war natürlich sehr, sehr bitter, weil wir hatten immer die Kunde, dass es noch 0:0 steht. Deswegen sind wir nicht voll ins Risiko gegangen, dass wir uns keinen mehr fangen. Und wenn dann so kurz vor Schluss das Tor fällt, ist natürlich sehr, sehr bitter für uns als Mannschaft. Du hattest, ja, im Nachhinein kann man fast sagen, die größte Chance mit einem Lattenschuss, der Unterkante dann am Boden springt, kann auch reingehen, so ein Ding. Zieht sowas dann auch nochmal an einem vorbei jetzt gerade? Ja, natürlich. Das ist, ich würde sagen, unsere beste Chance gewesen. Mit einem Quäntchen Glück geht er rein. Manchmal geht er rein, manchmal geht er nicht rein. Heute geht er leider für uns nicht rein, nur das ist Fußball. Wenn man es jetzt nur auf das letzte Spiel bezieht, hätte man heute irgendwas anders machen müssen? Und wie viel war das Ganze im Kopfspiel auch heute für euch? Ja, im Kopf war es natürlich schon, weil du kannst nach diesem Spiel nichts mehr ändern. Du hast keine 3, 4, 5 Spiele noch. Es war dieses eine Spiel, das musst du gewinnen, im Prinzip, wenn Bremen auch gewinnt. Davon musst du vor dem Spiel ausgehen. Wir hatten natürlich das Gute, dass wir selber in der Hand hatten. Jetzt im Nachhinein zu sagen, so kurz nach dem Spiel, was hätten wir besser machen können, denke ich, ist jetzt nach dieser Enttäuschung echt, echt schwer. Bisschen schließt sich der Kreis für dich jetzt auch. Du hast hier gespielt, jetzt hier abgestiegen. Sicher eine Geschichte, die jetzt nicht so besonders schön ist. Weißt du schon, wie es weitergeht für dich? Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht mit nichts anderem beschäftigt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir es schaffen bis heute. Jetzt ist es leider anders gekommen und jetzt muss man das erstmal verarbeiten und dann werden wir, denke ich, schon eine Lösung finden. Wenn du zurückschaust auf die Runde, ihr hattet ja viele Probleme während der Saison. Ist sicher nicht heute jetzt der Abstieg entschieden worden, oder? Was waren die Gründe, wenn man es über die ganze Saison sieht? Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, was waren die Gründe. Wir haben keine gute Saison gespielt. Ja. Das muss man sagen, mit der Mannschaft, mit der Qualität der Mannschaft haben wir keine gute Saison gespielt, sodass wir am Ende halt alles raushauen mussten. Haben jetzt aus den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, 2 unentschieden, was eigentlich sehr, sehr gut ist, aber haben es leider ein bisschen zu spät, wenn man das jetzt heute das Spiel sieht, leider ein bisschen zu spät gemacht. Und warum hat es vorher nicht geklappt? Das ist schwierig zu sagen. Die Gründe haben wir auch gesucht. Ich kann es wirklich nicht sagen, warum es jetzt im Endeffekt so gekommen ist und warum es nicht geklappt hat.